Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon. Wir sind jetzt bei 23.380 Gold, weil ich beim letzten Mal jemanden mitgenommen habe. Die ganzen Level 3er, unter anderem ist mir auch ein Klerik verreckt. Odo ist aber noch da, Nirvana ist auch noch da und Nikki. Nikki habe ich mit neu dazu geholt. Wir haben auch keinen Level 3er Cleri mehr zur Auswahl. Es ist auch nicht schade, dass sie gegangen ist. Ich habe für sie kein Geld ausgegeben. Die war neu, die habe ich mit Level 3 einfach reingezogen, reingeholt. Und ja, von daher, nur ist sie wieder weg. Mir soll es egal sein. Dafür habe ich 23.380 Gold, 111 Wappen und 24 Porträts, die wir gleich mal eintauschen werden. Strong drink, a game of chance and companionship. So, jetzt fehlt uns bei der Taverne auch nur noch ein einziges Teil, das wir aufstufen müssen, nämlich das Bordell, und dann ist es auch komplett fertig. Dann können wir uns zurücklehnen und sagen, so, nur noch 4 Gebäude. Okay, zurücklehnen ist da nicht drin. Ach so, Kloster ist ja auch schon durch. Nur noch 3 Gebäude. Oh, dann ist zurücklehnen auf jeden Fall der Fall. Dann brauchen wir wirklich nur noch Büsten und Wappen. Sehr schön. Also die paar Porträts, die kriegen wir auch noch zusammen. Außerdem haben wir noch 58 Wappen. Wie viel brauchen wir denn für das letzte Stück? 29. Dann können wir doch eigentlich schon was Neues eintauschen. Ah, will ich noch gar nicht. Will ich noch gar nicht. Wir brauchen es ja noch fürs Sanitarium. Gut. Wollen wir mal sehen, was wir jetzt machen. Wir können auf jeden Fall wieder Leute ausrüsten, fertig machen für den nächsten Kampf. Nika, du bist da schon komplett fertig. Dann bekommst du jetzt noch deine neue Rüstung. Siren. Du brauchst das auch noch. Okay. Und dann haben wir schon mal wieder einen Schwung, der losziehen kann, falls es wieder soweit ist. Bei dir braucht das Schild nur noch gemacht werden, bei dir noch ein bisschen mehr. Dark Kane ist auch noch bereit. Es ist erstaunlich, dass er noch lebt nach der Misere, die wir da erlebt haben. Ja, wollen wir es aufstufen? Nö, eigentlich noch nicht. Wir warten damit noch. Jetzt gehen wir erstmal wieder mit einer Dreier- und Vierergruppe los, um einerseits natürlich die Dungeons zu leveln und andererseits ganz viele Quests und ähnliches zu sammeln. Wo wollen wir hin? Mittel. Infizierte Leichname. Sollen wir aktivieren? Da kriegen wir wahrscheinlich irgendwas mit. Lang. Schließe 100% aller Raumkämpfe ab. Das ist böse. Da war ich vorhin drin. Außerdem weiß ich nicht, ob ich mit den Cleris, die ich zurzeit habe, gut klarkomme. Libellchen kommt eigentlich gut klar. Wir haben noch 3 auf der höchsten Stufe. Na los, Libellchen kommt mit. Axeli kommt mit. Brastos kann mitkommen. Ist auch alles Level 4 bei euch? Ja, ja, ja. Und Ravens. Ravens, du hast noch eine Krankheit, Fleckfieber. Du bist anfälliger für Gifthauch. Aber Gifthauch kommt eher im Wald. Da machen sie eher Bluten. Na gut, dann wollen wir so mal losziehen. Ja, ist eine gute Gruppe. Auf geht's. Die Universalisten. Ganz viel Essen mitnehmen. So, ganz viele Fackeln mitnehmen. Mal so. 2 Schlüssel, 3 Schaufeln und Bandagen. Auf geht's. Alle Raumkämpfe. Gerade in langen Räumen habe ich immer das große Glück, dass ich dann auf einen Raum treffe, der wieder diese 7500 Gold inne hat. Da freue ich mich drauf, wenn das passiert. They breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. Bei den langen Dungeons mag ich's, dass es nicht immer so linear verläuft, sondern dass wirklich auch die Möglichkeit besteht, sich selber auszusuchen, wo man langlaufen kann. Das ist schon ganz nice. Ich bin am Überlegen, wie wir es machen. Ich glaube, wir gehen erstmal runter, gehen dann wieder zurück, gehen dann oben rum. Okay, hört sich gut an. Die Kiste ist leer. Och, gibt's ja nicht. Entschärft. Schöne Sache, dann haben wir einen Tag gespart, beziehungsweise eine Woche, eine Spielwoche. Dann ist die um. Aber das ist auch nicht schlimm, ihr habt nicht viel verpasst.
Und ihr müsst ja auch nicht alles sehen, sonst wird es ja irgendwann langweilig. Wir werden auf jeden Fall versuchen, noch weiter zu kommen. Schade. Na gut, wir haben ihnen sehr viel Schaden zugefügt. Und was ich glaube, ist, dass wir alle durchdrehen werden. Aber das ist normal hier. Es wird hin und wieder einen Part geben, den ich auslasse. Ein Ding, wo ich einfach wieder bloß level oder versuche, Geld zu finden oder sonst irgendwas. Jetzt im Moment laufe ich mit euch einmal los. Ich werde zum 104. Part... Nein, zur 104. Woche... werde ich auch wieder einschalten. Dann seht ihr das auch, dass ich das Achievement dafür bekomme, wenn man 2 Jahre Darkest Dungeon spielt, Spielwochen natürlich, dann bekommt man ebenfalls ein Achievement. Und ihr sollt das ja nicht verpassen. Ich glaube, die dürfen jetzt alle zweimal... Oh ja, wir sind schon in der zweiten Runde. Perfekt. Weg mit dir. So, du kümmerst dich um das kleine Schweinchen. Du um das da hinten. Und du um die beiden. Okay, einer ist noch übrig. Ja, bis auf ein paar Schwächungen haben die uns nicht viel zugefügt. Das ist in Ordnung. Bluten, 3 Schaden die Runde. Das ist ziemlich viel. Blende ihn mal. Dann kann er noch eine Bandage nutzen. Okay. Das war's. Ja, tausch mal die Position. Vielleicht dürfen wir noch mal heilen. Nein, dürfen wir nicht. Okay. Hätte ja klappen können. Weiter. Oh, Loot. Ich mag Loot. Da kriegt man immer so schöne Sachen. Okay. Es wurde alles wieder zusammensortiert. Wir haben eine Schaufel weniger. Ich muss immer noch... Ich habe eben einen Mittagsschlaf gemacht. Ja, ich komme von der Arbeit und dachte, Mensch... Legst dich nochmal hin, der Mittagsschlaf war schon relativ spät. Deswegen ist es jetzt auch relativ spät. Und wir gehen so langsam ins Wochenende rein. Insofern ist es zwar nicht schlimm, aber ich bin noch total bedröppelt. Kennt ihr das auch, wenn ihr Mittagsschlaf macht? Dass man dann so, wo bin ich? Abends noch? Ja, dies und das machen, aber irgendwie auch nicht. Und ach, leck mich doch. So ungefähr komme ich mir vor. So, holen wir unseren ersten Schatz. Du Schwein! Schöne Sache, schöne Sache. Ja, heil mal lieber. So ein bisschen Beschuldigung ist nicht schlimm. Solange die anderen dann auch auf andere gehen und nicht auf ihn. Impressive. Gut gemacht. Und weg mit ihm. Ich weiß, ich hätte mich erst um die anderen kümmern sollen, aber egal. Looten. 3 Schaden die Runde, 5 Schaden bekommt er. Ne, hat er noch, also 5 Lebenspunkte. So viel Blut. Jetzt nicht mehr. Oh ja, passiert. Reg dich ab. Bitte keine Krankheit. Sehr schön. Super. Der ist weg. Jetzt gibt's nochmal Blutungsschaden. Nein, er wird gestunt. Auch nicht schlecht. Aber er war schon dran. Das ist mir egal. Dann heilen wir mal unseren guten Ravens hoch. Der kann das gebrauchen. Na, ist der immer noch nicht kaputt? Und schon wieder auf unserem Brusthaus. Was soll das?
Ja, heil ihn. Das entscheide ich jetzt einfach mal. Heil auch ihn. Okay, nächste Runde. Und immer noch nicht. Leute, was macht ihr denn? Okay. Es hat aber gedauert. Der Inhalt gehört uns. Wir bekommen 6 Waffen und Rubine. Pack mal ein, was du kannst. Und dann schauen wir mal, was wir wegschmeißen. Die da auf jeden Fall. Gut, du tauscht wieder die Position. Und dann gehen wir weiter. Munter und heiter. Schubidubidu, wapwa. Ich heiße Bisuya. Infiziert. Ah, Widerstand. So kann's laufen, so kann's gehen. Ohne würden wir hier nicht stehen. Cruel machinations spring to life with a singular purpose. Guti. Na wohl, wartet mal, wir gucken mal, was das ist und dann können wir in Ruhe noch nach oben laufen. Ein Rucksack, na also, das ist doch schon mal schön. Mit Schaufel. Nett. Danke dafür. Wollen wir nicht mal scouten, Leute? Wir können doch wieder so einen schönen Raum finden. Eigentlich müsste ich sogar mal ein Lagerfeuer auslösen. Ansonsten habe ich bald keinen Platz mehr. Und essen. Pass mal auf. Oh, shit. Ich wollte gerade essen. Nicht mal in Ruhe essen kann man hier. Furchtbar. Furchtbar. So muss das. Und du gehst nur auf ihn. Schade, hat nicht ganz gereicht. Ja, immer auf Brastos. Was soll denn der Mist? Mhm. Das ist das, was ich meine. War gerade beim Kaffee trinken. Okay. Offensichtlich mögen mich die Schweine. Einmal hochgeheilt. Ja. Du heilst ihn. Und dann geht's auf ihn. Halt, betäub ihn mal. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann können wir noch ein bisschen mehr heilen. Warum kannst du hinten nicht angreifen? Ach so. Er kann höchstens den davon ganz hinten machen. Und dann müssen Leute auch auf der zweiten, dritten oder vierten Position sein bei den Gegnern. Ach, Dreck. Na sowas. Gut, und jetzt rauf da. Sehr schön. 3 Schaden. Ach, Dreck, hat noch nicht gereicht. Kugel und Kette auf unseren Kleri. Der ist ausgewichen. So muss das sein. So ist das. Fein, dann heilen wir nochmal hoch. Haben noch eine Runde Zeit. Und das war's. Precision and power. Seize this momentum. Push on to the task's end. Wir haben viel zu viel Essen. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ah, grausam. Spirits are lifted. Genau. Guten Morgen. Wollt ihr mich nicht mal in Ruhe lassen? Das wäre äußerst nett von euch. Da schießt er zurück. Aber wir weichen aus. Wir sind ja auch genial. Mhm. Sehr gut. Pass auf, du gehst auch auf ihn. Und dann haben wir ihn in der nächsten Runde weg. Der Dicke ist gar nicht so schlimm. Das Einzige, was doof ist, ist das Bluten, das er hier auslöst. Auch für 2 Schaden die Runde. Ich habe mich so daran gewöhnt, einen Lepper dabei zu haben, der sich selbst heilen kann. Was ja sehr, sehr nett ist, aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat und man ihn nicht mehr dabei hat, dann ist das schon doof. Nein!
So, weg mit dir. Ihr könnt euch um die Dicken da kümmern. Oh, das ist böse. Das ist richtig böse. Da kann er seine Position noch nicht mehr halten. So schön. Immer ruf da. Ja, ein kritischer Heal. Darauf habe ich gewartet. Und das war's. Ja, kann hier bleiben. Okay, ich glaube, es wird einfach nur Zeit, dass wir einmal rasten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Räume sind noch übrig. 1, 2, 3, 4, 5 haben wir durch. Das ist in Ordnung. Dann haben wir noch 4 Räume jeweils. Huddled together, furtive and vulnerable. Rats in a maze. Nein, wir sind keine Ratten. Einmal bitte alles runternehmen, Prezi, und ausweichen auf ihn. Ja, minus Stressschaden wäre schon echt schick. Minus 25% Stressschaden für dich selber.